So, wir stehen jetzt hier vor der Höhle, wo wir beim letzten Mal gestoppt haben. Und wir müssen jetzt hier die Brut von Shadra umbringen. Und dann irgendwie die Alte da drin auch. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, ob das jetzt ein Menschlein ist oder ob das irgendwie eine Spinne ist, die wir da umbringen müssen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir kämpfen uns jetzt erstmal durch die Brut hier. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht so schwierig hier, die Spinnekes. Die werden wir schnell fertig machen können. Genau. Und kriegen eventuell noch ein paar nette Sachen. Genau, die ganzen kleinen Spinnen bereits getötet haben wir. Die. Ich will die aber einmal lieben. Huch. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Liebe, ach du Schande, habe ich jetzt Dings an? Genau. So, Liebe. Kann ich, habe ich die jetzt geliebt? So, dann nochmal die Brut von Shadra. Da müssen wir 8 von umbringen. Ist allerdings doch recht easy. Genau, wir gehen jetzt mal hier rum. Hier haben wir nichts und hier haben wir auch noch eine. Ist in Ordnung. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches hier. Das sind halt so Standardkämpfe. Und Bams, Eislanze rein, Baby. Eislanze ist so geil, ne? Eislanze ist richtig super. Die haut richtig schön Schaden rein. Und auch ansonsten kann der Magier so einiges. So, da braucht man nicht her. Das war so eine kleine Abkürzung. Die Höhle ist recht ähnlich der einen Höhle, wo wir letzte Mal drin waren, wo wir hier oben auf dem Teil diesen Stein hatten. Die ist recht ähnlich geschnitten, denn da mussten wir auch einmal so einen Weg hier hoch, ums Eck rum. Und dann sind wir da hinten auch in so einen ja, ich will nicht sagen Hinterhalt geraten, aber in so einen Hinterraum gekommen. So, genau. Jetzt kann mein kleiner Elementardings die mal platt machen. Die ist ja gerade mal festgefroren. Und ich kann mich ein klein wenig erholen. So, 8 von 8 Brut haben wir schon mal. Und jetzt frieren wir die noch mal fest. Und lassen gerade noch mal unseren Kleinen daran, bis die wieder auf uns aufmerksam wird. So, kleines Spinnenbein brauchen wir auch zum Kochen irgendwie so, ne? Bis die bei uns ist, sollte die eigentlich schon fast platt sein. Ja, so ziemlich. Genau. Perfekt. Knuspriges Spinnenbein. Hier haben wir noch eine Brut. Mein Gott, hier sind aber echt viele Spinnen, ne? Zum Glück werden die verlangsamt, wenn wir die mit Eis treffen. Das ist echt der Vorteil beim Frostmagier, dass der alles schön verlangsamt. So, und jetzt haben wir hier noch einmal eine Brut. Die nehmen wir auch noch mit. Oh, sorry, ich wollte euch nicht hauen. Und jetzt nehmen wir dann die Rute hier einmal ran. So, die macht gerade einen Schattenblitz.
Aber ist nicht so tragisch, die kriegen wir sowieso down. Wir sind gerade bei 78%, 73%, 68% und dann ist sie down, Baby. Yeah. Genau, wir haben die Tafel. Genau, wir haben alles, was wir brauchen. Das heißt, wir flitzen hier jetzt mal schnell wieder raus und dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht runterspringen können. Wir sind bei 70%. Wenn wir hier jetzt runterspringen, kriegen wir ein bisschen Schaden, aber nicht allzu viel. Das heißt, wir rennen jetzt hier mal wieder schnurstracks raus. Ich hätte jetzt eigentlich auch die Abkürzung nehmen können, aber das ist nicht so tragisch. Unser Elementar ist bei uns. Okay. Jetzt brauchen wir aber wahrscheinlich noch die Brut hier einmal, die wir fertig machen. Weil die steht uns nämlich etwas im Wege. So. Genau, dann den noch. Und dann können wir auch wieder so gut wie raus. Wir müssen hier nur noch einmal die platt machen. Und dann haben wir es auch schon. Das heißt, wir sind in Freiheit. Ja, nee, einen noch. Scheiße, so ganz sind wir noch nicht in Freiheit. Aber jetzt gleich sind wir in Freiheit. Bams. Super. Und wir haben schon wieder 43% auf Level 36. So, wir mounten jetzt mal auf. Sprich, wir waren echt schon ganz schön flott hier. Springen hier gerade mal die Treppen hoch. Schwupp, schwupp. Und reiten jetzt mal gerade hier gerade durch. Ich hoffe, wir kommen hier jetzt auch gerade durch, ohne dass uns großartig Gegner aufhalten. Reiten hier hinten durch die Höhle, fliegen wieder zurück, geben die Quest ab und gucken, was uns dann erwartet. So. Gehen wir mal gerade schnell hier rein. Ups. Der kommt uns jetzt natürlich hinterher. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Wir blinzeln jetzt einmal und dann sind wir sowieso wieder weg. So. Und fliegen dann jetzt. Gut. Auf dem Weg zurück. Wir haben alle Quests hier gemacht. Sprich, da kriegen wir jetzt auch, glaube ich, noch was Schönes. Und dann werden wir mal für heute die Segel streichen. Wir haben fast 12 Uhr. Ich habe mit euch jetzt, glaube ich, 5 Folgen aufgenommen. Super geil. Hatte ich eigentlich gar nicht vor so, dass ich jetzt heute so viele Folgen aufnehme. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also die Quests hier sind... sind schon echt vielfältig und super. Und vor allen Dingen finde ich die Gegend total schön. Deswegen habe ich jetzt heute mal mit euch ein paar mehr Folgen aufgenommen. So, wir gehen jetzt mal zurück zu Fragga. Und da haben wir einmal die giftigen Geheimnisse. Wir haben natürlich alle giftigen Geheimnisse aufgedeckt. Und wir haben auch die Bewahrerin getötet. Das heißt, wir haben die Tafel von Shadra und wir bekommen jetzt einmal einen Dolch oder aber auch, super, 12 Rüstung, ein Intelli geht weg, aber dafür kriegen wir Ausdauer. Das ist natürlich genial, ne? Da verzichte ich auch schon mal aufs Intelli. Sprich, wir werden die Books, die wir jetzt anhatten, einfach mal entzaubern. Das ist jetzt nicht so ganz tragisch. Ich kann es. 8 Silber, 2, 2, 8. Und das können wir vernichten. Das heißt, wir nehmen jetzt den Seelenstaub. Und hier hinten haben wir eine neue Quest gekriegt bei Fährtenleser Joro. Die Naru haben uns nicht vergessen. Jagdhütte Quell Danil. Es mag euch fern der Heimat erscheinen, Magier, aber ein großer Teil meines Volkes wurde von Botschafter Ruhalit hierher geführt. Wir haben uns bei den Hochelfen der Jagdhütte Quell Danil im Nordwesten niedergelassen, um den Weg des Lichts zu erlernen und die friedliche Schönheit des Landes zu genießen.
Ein derartiger Frieden könnte sehr kurzlebig sein. Wir haben gesehen, dass die Horde sich weiter nach Westen bewegt. Könntet ihr nach Quel Danil reisen und Anna Koretin Traska warnen? Ihre Hütte befindet sich etwas nördlich des Hauptgebäudes. Okay. Wo ist denn das? Ach, da hinten. Okay, kann ich aber auch nichts verkaufen. Ich brauche mal ein bisschen Platz im Inventar. Ich muss mal ein bisschen Kleinscheiß verkaufen. Nur kann ich jetzt mittlerweile mal was kochen hier. Okay, Spinnenkebab kann ich jetzt mal kochen. Genau, alle erstellen. Das kräutergebackene Ei kann ich auch mal eben machen. So, mehr kann ich noch nicht, ne? Scheiße. So, wir müssen da hinten hin. Aber ich reite mal gerade zum Sturmwindposten. Zum Dings. Oh, der ist tot. Alles klar. Ich muss ja eigentlich nur geradeaus, ne? Die sind alle grün. Die sind alle gut. Das sind die Grünen. Wortwitz. Genau. Kann ich hier mal eben was verkloppen? Ich muss echt meine Scheiße hier mal ausmisten, ey. Ich habe so viel Kacke im Inventar. So, den ganzen Scheiß. Spinnenseide, Seelenstaub, klebriges Spinnenbein, knuspriges, kräutergebackenes Ei. Kräutergebackenes Ei. Wo ist es? Das habe ich doch gerade noch gesehen. Kann weg. Spinnenkebab. Zwei Ausdauer kann auch weg. Ich brauche auch das Mana nicht. Gesundheit. Das kann ich gebrauchen. Das brauche ich auch nicht. Gut, was habe ich denn jetzt? 8 frei. Boah, ich habe so viel Seidenstoff, den ich noch nicht verbrauchen kann, ne? Das heißt magere Wolfsflanke. Ich kann immer noch nicht wirklich viel machen. Ich brauche gekochte Muscheln. Also Muschelfleisch bräuchte ich. Oder Kojotenfleisch. Oder Hirschflanke. Oder Frenzifilet. Wo kriege ich denn so ein scheiß Frenzifilet her? Sehniges Wolfsfleisch kann ich auch noch nicht machen. So, wir müssen jetzt einmal kurz zu der Tussi hoch, ne? Komm, da reiten wir mal schnell hin. So, pass mal auf. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier oben hin. Das heißt, wir müssen einmal zur Straße. Reiten wir einmal zur Straße rüber. Und dann reiten wir da hoch. So. Hier ist die Street. Und hier reiten wir jetzt hoch. Und dann eine von den nächsten Folgen muss ich mal irgendwie eine Angelfolge machen oder sowas. Wo ich mir dann Frenzy-Filet angel. Da muss ich mal gucken, wo ich am besten Frenzy-Filet geangelt kriege. Das ist ja auch nicht so einfach zu finden, glaube ich, ne? Muss mal gucken. So. Wo sind wir denn jetzt? Hier auf dem Weg sind wir hin. Da oben müssen wir hin. Jagdhütte. Die wird da irgendwo da hinten sein. Genau, hier an dem Weg müssen wir vorbei. Und dann müssen wir, glaube ich, den nächsten Weg hoch. Müssen wir gerade gucken, ob wir da überhaupt einen Weg hoch finden. Ah, nee, genau, da hinten müssen wir. Ja, wir müssen noch ein ganzes Stück laufen, sehe ich gerade. Hätten wir auch fliegen können, ne? So, ich bin froh, ich muss morgen erst um 9 Uhr aufstehen, von daher habe ich noch ein bisschen Zeit. Das ist jetzt nicht so tragisch. Kann ich noch ein bisschen herummachen. Weil ich muss morgen nämlich erst um 11 Uhr bei der Arbeit sein. Und kann von daher ein bisschen hier noch länger was machen. So, dass wir dann auch, ne, erfolgreich auf dem Weg nach 36 sind. Und das sind wir ja eigentlich auch schon.
Wir gehen jetzt gerade nochmal hier hoch. Und dann müssen wir da hinten, glaube ich, in die... In das Ding rein. Hier so. Genau. Und dann wahrscheinlich hinten dran an die... Also wir sind hier jetzt an eine Jagdhütte dran und wir müssen da hinten an den See. Lass mich mal eben hier runterflippen. Genau, hier hinten am See in die kleine Hütte rein. Und da ist sie. Pass mal auf. So, da ist sie. Traska. Haben uns nicht vergessen. Nee, haben sie auch nicht. Juro schickt uns eine Warnung vor der Horde. Die Elfen Hochtals haben einen Angriff bereits längere Zeit befürchtet. Um genau zu sein, haben wir Schreie und der Klang berstenden Metalls sind aus dem Süden zu hören. Beim Lichte, sie sind hier. Okay, wir müssen zur Verteidigung von Quel'Danil 16 Eindringlinge töten. Und den Hochtalbericht müssen wir finden. Oh, super. Hier geht es natürlich direkt los. Perfekt. Aber wir machen jetzt erstmal nicht hier weiter. Wir machen jetzt erstmal eine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Genau. Und da muss ich mal gucken, ob ich direkt hier anschließe oder ob ich vielleicht nicht mal ein bisschen was wegschließe und verkaufe. Also bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss.